Hallo zur nächsten Zeugenaussage. In diesem Video übersetze ich euch die Aussage von Dr. David Kolbe, der die Fingerverletzung von Johnny nach seiner Rückkehr aus Australien behandelt hat. Dr. Kolbe ist ein sogenannter Widerlegungszeuge, der im dritten Teil des Prozesses in den Zeugenstand gerufen wurde, um zum Vorfall an der Treppe auszusagen. Nach seiner Rückkehr aus Australien operierte Dr. Kolbe Johnnys Fingerverletzung, er bekam ein Hauttransplantat und die Fraktur wurde mit einem Nagel fixiert. Welche Behandlung haben Sie an Mr. Depp vorgenommen? Mr. Depp erlitt eine Fraktur mit Gewebsverlust und ich habe den Finger rekonstruiert. Wann erfolgte die erste Operation an Mr. Depps Finger? Ich glaube, das war am 20. März 2015. Welche Art von Gipsverband hatten Sie ihm nach der Operation angelegt? Das war eine Gipsschiene. Können Sie der Jury beschreiben, wie eine Gipsschiene aussieht? Es ist wie ein Gipsverband, allerdings ist es kein umlaufender Gipsverband, da man etwas Raum lassen muss für die Schwellung nach der Operation. In Mr. Depps Fall wurde der dritte Finger operiert und wir haben den dritten und vierten Finger zusammengelegt und ruhig gestellt. Die Schiene wurde oben aufgelegt, lief herum über die Handfläche bis über das Handgelenk, um die Verletzung zu schützen. Wie mobil war die Hand in diesem Gipsverband? Wegen der Stärke des Gipsverbandes konnte er den dritten und vierten Finger nicht bewegen. Normalerweise nach einer Operation ist der Gipsverband immer stärker. Mit anderen Worten, er steht der Beweglichkeit im Weg. Könnte Mr. Depp jemanden mit diesem Gipsverband an der Hand gepackt haben? Er hätte es versuchen können, aber ich weiß nicht, ob er damit Erfolg gehabt hätte. Sein Indexfinger war frei und sein Daumen war frei. Die anderen Finger waren fixiert und er konnte sie nicht bewegen. Wie lange war der Nagel in Mr. Depps Finger? Ungefähr 11 oder 12 Tage. Wie wurde der Nagel entfernt? Unter lokaler Anästhesie in meiner Praxis. Wie lange haben Sie ihn behandelt? Über mehrere Monate hinweg. Und weshalb so lange? Es war eine schwere Verletzung. Wir hatten noch mehrere kleine Eingriffe, um das Gewebe zu säubern. Er bekam eine Infektion aufgrund dieser Verletzung. Bis sie völlig verheilt war, musste er für einige Zeit Antibiotika nehmen. Wissen Sie noch, wann er die Infektion hatte? Das war nach der OP, als ich den Nagel wieder entfernte. Das anschließende Kreuzverhör wird von Ben Roddenborn durchgeführt. Sie sagten aus, die Gipsschiene wurde nach der Operation am 20. März 2015 angelegt. Ja. Wird eine Gipsschiene manchmal auch Teilgips genannt? Ja, manchmal wird das so genannt. Und es besteht aus Gips, richtig? Das stimmt. Und Gips härtet so aus wie ein vollständiger Gipsverband, korrekt? Ja. Also außer, dass es etwas kleiner ist als ein vollständiger Gipsverband, den man um eine gebrochene Hand oder einen gebrochenen Arm legt, ist es genauso hart, korrekt? Anders als bei einem vollständigen Gipsverband gibt es Bereiche, die weicher sind, um Raum für Schwellung zu geben. Aber die abdeckenden Gipsteile sind genauso hart wie ein normaler Gipsverband, korrekt? Korrekt.
Unabhängig davon, ob Mr. Depp jemand mit der eingegipsten Hand hätte packen können, er hätte jemand packen können mit der nicht eingegipsten Hand, korrekt? Korrekt. Als nächstes werden die Beweisfotos vorgelegt, bei welchem Johnny Ambers Kleiderschrank, so wie es sein Bodyguard ausdrückte, umarrangiert hatte. Johnnys Anwältin erhebt Einspruch dagegen, dass Dr. Culber zu den Fotos befragt wird. Der Einspruch wird jedoch abgewiesen. Hätte irgendetwas an Mr. Depps Gipsschiene, die er am 20. März bekam, verhindert, was er am 23. März mit diesem Kleiderschrank gemacht hat? Er hatte noch seine andere Hand zur Verfügung. Ich habe keine Fragen mehr, Euer Ehren. Wie viele Finger waren in der Gipsschiene? Mindestens zwei, vielleicht auch drei, aber auf jeden Fall der dritte und vierte Finger. Warum nennen Sie es einen Teilgips? Weil der Gips nicht um die ganze Hand geht, um Raum für Schwellung zu geben. Also der Gips schützt die Fraktur und liegt oben und unten auf. Die Seiten sind offen, damit die Finger schwellen können. Hätte Mr. Depp jemanden mit dieser eingegipsten Hand schlagen können? Das hätte er tun können, aber dabei hätte er wahrscheinlich den Gips beschädigt. Haben Sie jemals bemerkt, dass der Gips beschädigt war, als Sie ihn behandelt haben? Nicht, dass ich wüsste. Daran erinnere ich mich nicht. Hätte Mr. Depp mit dieser Gipshand eine Faust machen können? Nein. Ich habe keine weiteren Fragen. Was haltet ihr von Dr. Culbers Aussage? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Für diejenigen, die sich die Aussagen zum Treppenvorfall noch einmal anhören möchten, werde ich die Clips in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr mehr zu dem Prozess erfahren möchtet, dann bleibt dran. Das nächste Video folgt in Kürze. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuschauen und bis bald.